stelle sich nur einmal kurz vor, meine Damen und Herren, das Auto würde heute erst erfunden. Bisher gäbe es die Welt, so wie sie ist, nur mit Zügen, Schiffen, Fahrrädern. Aber wo fahren die denn dann lang, diese neuen Autos? Es werden Straßen gebaut. Und die teilen sie sich dann halb und halb mit den Fußgängern und Fahrrädern? Aber nein, die Autos bekommen viel mehr Verkehrsfläche. Da, wo dieser Spielplatz ist, da können die dann rumstehen. Ist das denn sicher? Nein, überhaupt nicht. Und so weiter und so fort. Alexander Rühle hat das mal in der Süddeutschen Zeitung sehr hübsch aufgeschrieben. Wer auch in Zukunft in Bewegung bleiben will, muss einen neuen Denkansatz, einen neuen Rahmen für den Verkehr finden. Oder wie es gerade Jochen Flassbart gesagt hat, es braucht einen weitsichtigeren Ansatz und ein mutigeres Vorgehen. Das Mobilitätsgesetz könnte so ein neuer Rahmen sein. Warum braucht es das denn ganz genau? Was kann es bringen? Wie müsste es dann gestrickt sein? Das sagen uns jetzt zwei, die die Idee entscheidend mit vorangetrieben haben, mit im wissenschaftlichen Beirat des VCD sind. Das ist zum einen Axel Friedrich. Er, Sie kennen ihn, hat maßgeblich den Dieselskandal aufgedeckt. Er scheut keine Auseinandersetzung für eine Modernisierung der Mobilität. Er war früher im Umweltbundesamt für Verkehr zuständig. Heute berät er weltweit Regierungen und Umweltverbände. Wie schön, Sie zu sehen, Axel Friedrich. Ja, und zum anderen ist das ein Jurist, ohne kluge Juristen geht das natürlich alles nicht, der sich bundesweit einen Namen gemacht hat, weil er sich mit dem Rechtsrahmen für Busse und Bahn so gut auskennt wie sonst nur wenige. Jan Werner. Jan Werner leitet die Berliner KCW GmbH, eine in Deutschland tätige, auf den ÖPNV spezialisierte Beratungsgesellschaft. Jan Werner, herzlich willkommen. Axel Friedrich, Jan Werner, Sie sagen uns jetzt, warum der Umbau des Verkehrsrechts einen entscheidenden Schub für eine zukunftsfähige Mobilität bringen könnte. Meine Damen und Herren, schreiben Sie gerne in den Chat während des Vortrags von den beiden, wenn Sie direkte Fragen an Sie haben, falls Sie etwas nicht verstanden haben. Wir merken uns das und besprechen das später vor der Pause, wenn wir alle Grundlagen zum Bundesmobilitätsgesetz einmal gehört haben. Diskutieren werden wir das dann alles noch in der Parteienrunde. So, ein Gesetz für unsere Mobilität, das Bundesmobilitätsgesetz. Los geht es. Axel Friedrich, bitteschön. Ja, einen schönen guten Tag. Warum brauchen wir ein Mobilitätsgesetz? Wie gesagt, wir haben Entwicklungen, die uns sehr große Sorgen machen. Eben wurde schon angesprochen, das Thema Klimagasemissionen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wo wir heute alle wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Sie sehen hier die Entwicklung in den letzten 25 Jahren, praktisch keine Änderung. Also ein Versagen der Politik in diesem Bereich. Die Emissionen Stickoxide sind fast halbiert nur, obwohl sie deutlich runtergehen müssten. Wir haben Erfolge bei Partikeln, wir haben Erfolge bei CO und bei Stickoxiden, aber wir haben zwei große Sorgenbereiche, was die Abgasemissionen angeht. Im anderen Punkt, aber was mir genauso wichtig ist, ist soziale Gerechtigkeit als Teil einer Mobilitätspolitik. Will man den Anspruch erfüllen, Mobilität für alle, und das müssen wir eigentlich machen, da muss soziale Gerechtigkeit Teil einer Mobilitätspolitik sein. Und das haben die bisherigen Verkehrsminister nicht in ihre Politik einbezogen, nach meiner Einschätzung. Das Thema Lärm. Eine Geißel der Menschheit, auch verursacht zum großen Teil durch den Straßenverkehr. Sie sehen hier Hannover. Fast 70% der Fläche ist hochbelastet, mehr als 55 dBA. Und das ist nicht besonders leise. Das heißt, wir haben eine ganz massive Verlärmung von Deutschland. Und die Frage ist, warum passiert hier nichts? Weil wir keine Ziele haben. Das ist der Unterschied zum Thema Abgase, wo wir für die Schadstoffe klare Zielwerte haben. Es gibt natürlich viele Ursachen für diese Fehlentwicklung. Aber nach meiner Einschätzung, die von Jan Werner, ist eine der wichtigsten und der meist unterschätzten der falsche Rechtsrahmen. Ich habe lange in der Verwaltung gearbeitet und weiß, wie Rechtsrahmen auch das Verwaltungshandeln bestimmen. Und da wird klar, es gibt keine Integration bei der Behandlung der Mobilität. Es gibt ein Straßenverkehrsgesetz. Genauer müsste man sagen, ein Autoverkehrsgesetz. Ein allgemeines Eisenbahnverkehrsgesetz, ein Personenförderungsgesetz, ein Bundeswasserstraßengesetz, ein Bundesfernstraßengesetz und so weiter und so weiter und Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Dies ist keine Integration. Das heißt, wir haben hier klar keine vernünftige Struktur in der Politik. Aber das Schlimmste ist aber, nach unserer Einschätzung,
Es gibt keine Ziele, keine klaren Ziele. Jetzt zum ersten Mal hat der Verkehr durch das Klimaschutzgesetz ein klares Ziel bekommen. Aber die Frage, wie das runtergebrochen wird, wie es umgesetzt wird, ist immer noch nicht aufgearbeitet vom Verkehrsminister. Nur das Raumordnungsgesetz hat eine solche Zielvorgabe. Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt. Nur leider ist es eine schöne Formulierung, die auch nicht umgesetzt wird an der Stelle. Hier fehlt es auch die Frage, wie wir eine solche Formulierung vor Gericht mal prüfen können. Das wird ein spannendes Thema werden. Es gibt Entwicklungen, die mich schon seit Jahren, sondern Jahrzehnten ärgern. Einer der größten Ärgernisse ist für mich der Fehmarn-Belt-Tunnel. Hier wird mit hohem Kostenaufwand, mit hoher Belastung für die Umwelt eine Tunnellösung gebaut, die eindeutig zu mehr Verkehr führt und das heißt dann auch mehr CO2-Emissionen. Zu höherer Belastung im Vor- und Nachlauf. Alles Dinge, die bekannt sind und die ökonomisch keinen Sinn machen. Und das bedeutet, dieses Projekt müsste eigentlich untersucht werden und geprüft werden. Ist es eigentlich noch so? Ich glaube persönlich, dass wir in 20 Jahren 30-40% weniger Autos haben, 30-40% weniger Lkw-Verkehr. Wir bauen einen Tunnel für einen Verkehr, den wir nicht mehr haben werden. Und das ist ein Thema, wo wir bisher in der Politik keine Prüfung mehr vorgenommen haben. Es ist beschlossen worden und dann wird es gebaut, egal ob wichtig oder unwichtig. Wie gesagt, es gibt Zielvorgaben, Leitziele. Leichtigkeit des Verkehrs ist ein solches Ziel. Wie gesagt, es ist eigentlich kein Straßenverkehrsrecht, sondern Sicherheitsrecht. Das heißt, die Ordnung des Verkehrs hat zum Ziel, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Das hat nicht irgendjemand gesagt, sondern das Bundesverwaltungsgericht. Und gemeint ist natürlich der Autoverkehr. Den anderen Verkehr gibt es ja in diesem System eigentlich gar nicht. Das führt dazu, dass auch Gerichte vernünftige Entscheidungen aufheben, wie hier Tempo 30. Mit dem Argument, es wird nicht geprüft worden, ob das zu Verringerung von Verkehrstoten und Verkehrsverletzten führen würde. Also unglaublich. Das ist lange bekannt von der Wissenschaft. Das ist eindeutig hier nachgewiesen. Deutlich Verringerung der Verkehrstoten und der Verletzten. Und trotzdem kommt ein Gericht zu einer solchen Entscheidung. Und das zeigt, wir haben einen falschen Rechtsrahmen. Aber es gibt noch andere unsinnige Dinge. Wenn Sie heute eine neue Bahnstrecke bauen, dann müssen Sie als Betreiber Lärmschutz machen. Der Anwohner hat Anspruch auf Lärmschutz. Das ist auch vernünftig. In vielen Fällen kann das nur durch eine Lärmschutzwand gebaut gewährleistet werden. Wenn aber diese Schiene neben einer Autobahn liegt, die sogar lauter ist als der Schienenweg, wird trotzdem die Wand neben dem Schienenweg gebaut. Die laute Straße wird nicht angetastet, weil es Bestandsschutz ist. Auch wenn die Anwohner neben dieser Straße wohnen. Es findet keine Gesamtbetrachtung statt. Und das kann nicht sein. Bundesverkehrswegeplan wurde hier angesprochen. Er verfehlt das Ziel, nämlich eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur aufzubauen. Und er führt in der Vergangenheit zur Erhöhung der CO2-Emissionen. Und das kann nicht sein, wenn man den Klimaschutz ernst nimmt. Es wird nicht gefragt, kann ich ein Mobilitätsproblem lösen oder ein Verkehrsproblem, sondern ich baue einfach eine Straße, eine Schiene, eine Wasserstraße. Mein ehemaliger Präsident, Professor Droge, hat mal gesagt, das ist wie im Krieg. Ich definiere einen Bedarf und der wird einfach gebaut. Und keiner hinterfragt, ob es sinnvoll ist. Wie gesagt, deswegen brauchen wir einen solchen Bundesgesetz. Wurde schon gesagt, dass die Grundzüge aus den 30er Jahren stammen, bei der Eisenbahn sogar aus der Kaiserzeit. Und dieses Regelwerk wird den Herausforderungen eines komplexer werdenden Systems im Verkehr und des Klimaschutzes nicht mehr gerecht. Die einzelnen Gesetze stehen nebeneinander, folgen keinen übergeordneten Zielen und verhindern dadurch die Transformation zu einer modernen Verkehrspolitik. Wie gesagt, deswegen wollen wir das ändern. Wir wollen ein klares Ziel definieren. Wir wollen die Mobilität unter ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten gleichermaßen betrachten und damit auch integrativ anlegen. Wir brauchen auch eine Handlungsvorgabe für die Verwaltung im Bund, in Bundesländern und Kommunen. Es gilt aber auch, und das ist mir besonders wichtig, auch den Gerichten den Handlungsspielraum für eine Entscheidung in Richtung Nachhaltigkeit zu verbessern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hier sehen Sie meine E-Mail, wenn Sie Fragen haben. Und das Bild ist eigentlich aus meiner Sicht ein Sinnbild für die deutsche Verkehrspolitik. Ich danke Ihnen. Und jetzt hören wir weiter Jan Werner. Wie muss so ein Bundesmobilitätsgesetz gestrickt sein?
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, was brauchen wir an Änderungen auf gesetzlicher Ebene und warum? Und im Detail kann ich das jetzt auch nicht erklären, aber den Holzschnitt möchte ich Ihnen vermitteln. Ich gehe im Übrigen auch erfreut im Augenblick davon aus, dass wir einen Grundkonsens haben auf der Ebene abstrakter Ziele. Da hat auch die Bundesregierung jetzt noch einiges geliefert. Vision Zero auch gerade noch parlamentarisch ja in der Befassung. Und trotzdem, sobald es konkret wird, haben wir das Problem, da endet die Einigkeit. Und da wir aber nur im Konkreten die Ziele umsetzen können, haben wir hier einen Prozess vorgeschlagen, der das genau leisten soll. Das Ganze ist so strukturiert und Sie finden den Regelungsvorschlag ja auch auf der Homepage des VCD, also den inhaltlichen Vorschlag, den wir dort skizziert haben. Wir starten mit abstrakten Leitzielen. Das sind die, wo man sagen würde, im Abstrakten habe ich Konsens im Wesentlichen. Und das sind die wesentlichen öffentlichen und privaten Belange der Entwicklung des Verkehrs. Der Abschnitt 3, den wir hier haben, Vorgaben zur Entwicklung von Mobilität und Verkehr, das ist praktisch vor die Klammer des Planungsprozesses gezogene Vorgaben. Da erläutere ich gleich einzelne noch davon. Dann kommt der Kern dessen, was unser Gesetzentwurf ist, nämlich die Verkehrsentwicklungs- und Infrastrukturbedarfsplanung des Bundes und ein ganz kleines bisschen auch der Länder und Gemeinden. Dann kommt etwas zur Finanzierung von Mobilität und Verkehr. Da haben wir vieles aus der DERE-Kommission übernommen, die vor knapp 10 Jahren Ergebnisse vorgelegt hat und sehr viel auch im Übrigen vom Wissenschaftlichen Beirat des BMVI aufgegriffen. Ja, heute nicht Thema sind Verknüpfungen und Anpassungen in anderen Fachgesetzen, damit es einen möglichst konsistenten Rechtsrahmen gibt. Und ebenfalls nicht mehr Thema meines Vortrages sind die hier unter der Ziffer 2 erwähnten Vorgaben zur Entwicklung des Verkehrs. Die haben wir vor die Klammer der Planung gezogen, weil uns das als strukturierende Vorgabe sinnvoll schien. Das ist bei der Bahn so etwas wie Deutschlandtakt und Systemtrassen für den Güterverkehr. Bei den Fernstraßen haben wir gesagt, regionale und lokale Themen bitte durch die Länder klären lassen. Der Bund macht die falschen Dinge, wenn er sich um Ortsdurchfahrten kümmert. Und Abgrenzung, was kann der nationale Radverkehrsplan in der Zukunft leisten? Solche Vorgaben haben wir quasi vor die Klammer gezogen, aber die sind zu sehr Detail, als dass ich jetzt darauf eingehen kann. Ich komme daher zum Ausgangspunkt der Planung und Entwicklung des Verkehrs, das sind die abstrakten Leitziele, die ich eben schon erwähnt habe. Das startet mit der Sicherung der Mobilität für Personen und Güter. Da kann jeder aus seinem oder jede aus seinem oder ihrem Blickwinkel schauen, was da relevant ist. Führt aber dann auch sehr schnell zu den Rechtsgütern, die sich mit dem Schutz von Mensch und Umwelt beschäftigen und wo über Verkehrssicherheit bis Umweltschutz, Sozialverträglichkeit und Gesundheitsschutz Sorge getragen werden muss, dass da nichts unter die Räder kommt. Und dann gibt es systembezogene Anforderungen und Wechselwirkungen in Bezug auf das Gesamtsystem. Und ein Thema ist hier besonders, das ist hervorgehoben und rot umrandet, das ist der Klimaschutz. Man muss nämlich wissen, all diese Leitziele stehen ja in Wechselwirkung zueinander, führen letztendlich zu Konfliktlagen und lassen sich nicht alle auf einmal begrenzen. So viele Ressourcen haben wir ja gar nicht. Und vor diesem Hintergrund ist eine Besonderheit mit dem Klimaschutz verbunden. Hier ist über das Klimaschutzgesetz bereits das Ob geregelt. Zur Disposition der Planung steht beim Klimaschutz daher nur der Weg, also das Wie. Einen Überblick geben möchte ich dann über den Planungsprozess, bevor wir zu dem Kern der Inhalte kommen. Beim Planungsprozess ist aus meiner Sicht wichtig, wir haben eine Zielorientierung für das Gesamtsystem. Wir wollen ja Ziele für das Verkehrssystem erreichen. Am deutlichsten wird es beim Klimaschutz. Also muss ich auch integriert alle Verkehrsträger betrachten, weil diese bilden das Gesamtsystem. Und eine isolierte Betrachtung alleine kann keine Ziele sichern für das Gesamtsystem. Ich brauche einen Planungshorizont von 15 und auch von 30 Jahren. Planungshorizont meint, wie weit schaue ich in die Zukunft mit Prognosen und Simulationen, mache mir Gedanken, wie was wäre und was rauskommen müsste und steige sozusagen in die Planung ein.
um für unterschiedlichste Fälle dessen, was sich in der Zukunft entwickelt, möglichst valide gewappnet zu sein. Die Besonderheit ist, dass wir aber dann sagen, neu, der Realisierungshorizont dieser Planung soll 5 Jahre sein. Also wir wollen verbindlich werden, daran fehlte es bislang bei der Planung auf Bundesebene im Bereich Verkehr. Und wir wollen sagen, das, was in den nächsten 5 Jahren zur Planung, zur Umsetzung ansteht oder wo Projekte angeschoben und verbindlich gestartet werden, das muss auch so geplant sein, dass da sozusagen die Realisierung schon eingetaktet ist, mit ein bisschen zeitlicher Reserve hintendran. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir Akzeptanz erreichen. Das heißt, wir brauchen Transparenz und Partizipation. Das sind ganz verschiedenste Anforderungen, denen hier genügt werden muss, weil letztendlich Mobilität jeden und jede persönlich angeht und man sich dort wiederfinden möchte. Und wie man das erreichen kann, dazu haben wir uns Gedanken gemacht in unserem Vorschlag auch. Ja, und das Ganze soll dann auch ein rollierendes Verfahren sein. Also alle 5 Jahre möchte ich fortschreiben und muss es nach unserer Ansicht auch geschehen. Denn nur wenn wir rechtzeitig nachsteuern, dann kann man Ziele korrigieren oder den Kurs korrigieren und ist letztendlich agil und reaktionsfähig, wenn sich neue Technik ergibt oder neue Umfeldbedingungen ergeben. Ich kann nicht für 15 Jahre Projekte festlegen. Das geht aus unserer Sicht nur für 5 Jahre. Die muss ich dann aber verbindlich umsetzen. Und einen Punkt habe ich gerade ausgelassen, der aus meiner Sicht auch besonders wichtig und erklärungsbedürftig ist. Wir schlagen vor, dass der Bundesmobilitätsplan inklusive des Bedarfsplans, den er auch beinhaltet, also Bedarfsplan zur Entwicklung der Infrastruktur, als Bundesgesetz beschlossen werden soll. Das hat vor allen Dingen folgenden Hintergrund. Wir sehen einen sehr hohen Bedarf an Verbindlichkeit. Den kriege ich durch ein Bundesgesetz. Wir haben hier eine sehr hohe Grundrechtsrelevanz in den beeinträchtigten Rechtsgütern. Und wir haben viel Geld aus dem Bundeshaushalt, was hier gebunden wird, über zumindest den Realisierungshorizont von 5 Jahren. Und insbesondere stellt sich auch verfassungsrechtlich relevant die Frage der Generationengerechtigkeit. Was ich jetzt nicht anschiebe, habe ich später als mögliche Belastung von Freiheitsrechten, weil ich dann regulativ viel stärker in ein System eingreifen müsste, als wenn ich frühzeitig planerisch besser gehandelt hätte. Diese Antwort soll bitte der Bundesgesetzgeber geben, damit es verbindlich ist, damit es das Geld gibt und damit der Bedarf auch gesetzlich festgestellt ist. Ja, das Kernchart komplex, ich hoffe, ich kann es erläutern, so dass Sie es mit mir nachvollziehen, ist dieses hier. Wir haben letztendlich im Gesetz abstrakte Leitziele. Das waren die bunten Kacheln, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Abstrakte Leitziele sagen aber nicht nach Maß und Zahl, was will ich denn jetzt erreichen mit der Planung auf eine bestimmte Zeit. Das sind sogenannte Umsetzungsziele, die es letztendlich für jedes Leitziel zur Unterfütterung braucht, damit man Ziele setzen kann. Ich mache es mal ganz platt. Theoretisch denkbar und auch wirklich praktisch denkbar ist, dass ein Umsetzungsziel als Zwischenschritt bis 2030 Verdoppelung der Nachfrage im Schienenverkehr, im Personenverkehr sein kann. Also einfach nur, damit es anfassbar ist, worum geht es hier. Also solche Umsetzungsziele sind zu konkretisieren. Die müssen in eine Umsetzungsstrategie eingebunden sein, die alle Akteure mit einbezieht. Ich muss zur Umsetzung konkret dann die richtigen Instrumente und Maßnahmen entwickeln. Und dazu gehört insbesondere auch die Planung des zukünftigen Verkehrs und der Verkehrsnetze und daraus abgeleitet auch der Bedarf zur Weiterentwicklung der Verkehrsnetze und speziell auch der Bundesverkehrswege. Das alles kostet Geld, kostet viel Geld und Geld ist damit auch der limitierende Faktor. Und damit habe ich sozusagen mehrere Belange zu berücksichtigen. Ich muss mit einem mehr oder minder gesetzten Rahmen an Budget Ziele erreichen, die zueinander in Konflikt stehen, muss diese priorisieren und gewichten und mich letztendlich für etwas entscheiden, was ich dann als Maßnahmen, aber das dann auch verbindlich umsetze. Das Ganze nennt man planerische Ermessensentscheidung. Das ist der Kern, worauf diese Planung hinausläuft. Und hinterher das Umsetzen dieser Planung kann dann auch wieder zu Teilen sektoral geschehen. Aber einmal die Leitentscheidung, wo will ich hin,
Was sind die Umsetzungsziele und welche Maßnahmen auf Bundesebene brauche ich dafür? Das ist der Kern. Neben diesem Kern gibt es, also der Kern ist es einfach deswegen, nicht weil die meiste Mobilität auf Bundesebene stattfindet, sondern weil wir ein Bundesgesetz machen. Und dieses Bundesgesetz kann gar nicht und wird und soll gar nicht in die Planungsautonomie der Länder und Kommunen mehr als insoweit eingreifen, als es erforderlich ist. Das heißt, zunächst sind Länder und kommunale Spitzenverbände unmittelbar in die Planung des Bundes eingebunden und die Länder und damit auch stellvertretend für die jeweiligen Kommunen in den Ländern sollen auch die Zielbeiträge zu dem Umsetzungsziel, da hatte ich ja eben eines beschrieben, festlegen. Also sie werden im Regelfall nicht auf fremde Ziele durch den Bund verpflichtet, sondern legen selber ihre Umsetzungsbeiträge zu den Umsetzungszielen fest. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Anforderung, die Verkehrsplanung in den Ländern und Kommunen soll nach der gleichen Methodik erfolgen, wie das Bundesmobilitätsgesetz die Planung für den Bundesmobilitätsplan vorsieht. Das heißt, auch die Leitziele, das waren diese bunten Kacheln und die abstrakten Ziele, sowie die Strategien und Umsetzungsziele sind zu beachten, denn sonst bin ich wieder nicht in der gleichen Zielrichtung unterwegs. Die Planung, so und im Übrigen fördert der Bund auch zielgerichtet seinerseits die Verkehrsentwicklung in den Ländern und Kommunen. Das geschieht heute über das GVFG. Und nach unserer Ansicht soll sich der Bund allerdings mit dem operativen Geschäft nicht belasten. Der Bund soll nicht entscheiden, ob irgendwo eine Straßenbahn gebaut wird oder nicht und was der Kosten-Nutzen-Indikator dafür ist, sondern diese Mittel sollen durch die Länder verwaltet werden nach den Vorgaben, die wir hier beschrieben haben. Und letztendlich müssen die Mittel auf die Ziele einzahlen, die hier festgelegt sind. Und eine Besonderheit noch, die ich gerade übersprungen habe, Planung sollte umsetzbar sein ohne Nachweisanforderungen aus der StVO. Das betrifft jetzt insbesondere Radwege, Fußwege, Verkehrszeichen des, für den MIV oder was auch immer. Hintergrund dafür ist, dass wir sagen, wenn eine Kommune oder ein Land eine Verkehrsplanung gemacht hat, wo all die Interessen eingestellt und berücksichtigt worden sind, die ich bei der Gestaltung des Verkehrssystems berücksichtigen muss, dann gehört dazu auch Verkehrsfluss in dem Maße, wie es erforderlich ist, dass Verkehr funktioniert und effizient funktioniert. Und wenn ich das alles in einem Plan berücksichtigt habe und abgewogen habe, dann muss ich nicht mehr in eine Einzelfallbetrachtung nach einem generellen Gesetz einsteigen. Das speziellere, die speziellere Planung schlägt dann die generelle Vorgabe. Ja, zwei Punkte noch. Das Ganze kostet Geld. Hier sehen wir es so, wir brauchen Entgelte für die Nutzung der Verkehrsinfrastruktur. Die gibt es insbesondere bei der Eisenbahn und bei der Straße, dort beim Lkw-Verkehr. Die sollen ausgebaut werden. Die sollen Anreiz setzen einerseits und Erlöse bringen für den Erhalt der Bestandsinfrastruktur andererseits und für die Ersatzinvestitionen. Wir sind deswegen, und darauf ist der Vorschlag ausgelegt, wenn er aber auch wie immer neutral ist in dem, was er tut, aber nach unserem Vorschlag kann man sozusagen auf Knopfdruck, wenn das Gesetz so ist, wie es dann hier vorgeschlagen ist, auslösen, dass auch Landesstraßen und kommunale Straßen Lkw-Maut pflichtig sind und damit den Ländern und Kommunen mehr Geld verfügbar ist für den Ersatz und Erhalt ihrer Infrastruktur. Ansonsten sagen wir, das, was sich bei der Bahn bewährt hat an Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zu eben Erhalt und Ersatz, sollte so ähnlich oder in vergleichbarer Form, haben wir dann auch ausdifferenziert, auch für die anderen Verkehrsträger, also Schiene und Fernstraße und Bundeswasserstraße zum Einsatz kommen. Und ebenso sollte es ähnlich wie bei der Bahn noch verpflichtender und verbindlicher Umsetzungsvereinbarungen aus diesem Bedarfsplan, also aus den 5 Jahren geben, damit nicht da ein Abriss in der Planung und Planumsetzung kommt. Das Budget hatte ich vorhin schon erläutert, das muss für 5 Jahre reichen, damit auch wirklich, damit es nicht am Geld hängt und deswegen die Umsetzung scheitert, weil ich sozusagen da 1-2 Jahre nicht das erforderliche Geld habe.
Die Förderung des Bundes für Maßnahmen in den Ländern soll neu aufgesetzt werden, auch an die Länder delegiert werden, aber dafür auf die Ziele einzahlen, die der Bund verfolgt. Und die Finanzierung des ÖPNV in den Ländern soll ebenfalls neu geregelt werden. Transparenz über alles soll hergestellt werden. Und langfristig brauchen wir auch einen Verkehrsinfrastrukturfonds, weil sonst die Investitionen, die jetzt zu tätigen, werden die Einzelhaushalte überlasten. Letzter Punkt. Was leistet das Bundesmobilitätsgesetz? Wir kriegen harte Ziele für eine nachhaltige Mobilitätssicherung und Verkehrsentwicklung. Wir bekommen harmonisierte Ziele und Strategien für Bund, Länder und Kommunen. Wir bekommen mehr Kostentransparenz und mehr Kostenwahrheit. Die Bundesebene ist gefordert mit partizipativer Planung und die dann abgeschlossen wird durch Bundestagsbeschluss. Die Maßnahmen können umgesetzt werden, weil sie ausfinanziert sind und adäquat nachgesteuert, auch wenn man mal falsch gelegen hat mit der Planung im Übrigen, in einem rollierenden Prozess alle 5 Jahre. Länder und Kommunen bekommen verbesserte Handlungsspielräume und die Förderung zielgerichteter Planung ist möglich, statt eine Standi für Einzelprojekte, wie es im Augenblick ist. Allerdings auch bewusst gesagt, was das Bundesmobilitätsgesetz nicht leistet: Es ist kein Ersatz für Landesgesetze, kein Ersatz für Planungen durch Länder und Kommunen, kein Ersatz für eine Novelle der StVO im Übrigen und keine Bewältigung konkreter Herausforderungen wird allein durch das Gesetz geliefert. Das kann erst die Anwendung des Gesetzes liefern und im Übrigen auch ergebnisoffen. Die Ziele sind vorgegeben, die Maßnahmen nicht. Da besteht Gestaltungspotenzial in jede Richtung. Diese Offenheit ist mir auch wichtig zu betonen. Vielen Dank. Jan Werner, Axel Friedrich, ganz herzlichen Dank. Das Bundesmobilitätsgesetz soll sowas sein wie ein kluge Verkehrsplanungsgesetz, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, ich kann mit solchen Worten nicht so viel anfangen. Wir brauchen eine moderne Mobilitätsplanung. Darum geht es eigentlich, das Land zukunftsfähig zu machen. Auch an Entwicklungen, die in anderen Ländern Europas laufen, wie in der Schweiz, wie in Niederlande, wie in Österreich. Wir sind hier weit zurück, was diese Modernisierung der Mobilitätspolitik angeht. Und da haben wir einen Vorschlag gemacht, um hier anzuschließen. Und natürlich auch die Anbindung nach Europa. Wie gesagt, völlig klar, ich muss auch beachten, was in Europa passiert. Aber auch in Europa sehen wir, die Kommission macht Vorschläge, die auch die anderen Länder der EU mit beeinflussen wird. Auch Dänemark muss sich überlegen, was macht die in Zukunft. Auch die Tschechen oder andere Länder, die müssen hier neu planen, auch die TN. Die transportierten Netze werden nicht so bleiben, wie sie waren. Wunderbar. Sie haben monatelang daran gearbeitet, bis zu 60 Leute haben mitgemacht und jetzt ist das Papier, das Sie da erstellt haben, rund 80 Seiten lang, offen für die Diskussion. Alle, die wollen, können den Vorschlag für die Inhalte eines Bundesmobilitätsgesetzes bis zum 18. Juni dieses Jahres kommentieren und zwar über ein Online-Tool. Und das Online-Tool, da kommen Sie hin über die Webseite des VCD. Die Satire-Seite Postillon machte sich neulich über den öffentlichen Personennahverkehr lustig. Sie schrieb, immer mehr Menschen zögen nach Betriebs